Jackson, 4 wins in a row. What do you think of our last performance against Magdeburg? Yeah, I think it was a really tough game for us. It was obviously very different to the Kaiserslautern game the week before. But I think it shows how strong we are mentally to come from behind, one goal down away from home and win the game. Fantastic character and mentality from the team. Ich glaube einfach, dass wir sehr, 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 sehr viel Selbstvertrauen haben und wir sind sehr, sehr gut drauf und glauben an uns und so können wir auch diese Rückschläge auch positiv für uns gestalten. Dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Am Sonntag kommt Hansa Rostock ans Millerntor. In der Hinrunde haben wir kein gutes Match abgeliefert und 2-0 verloren. Sicherlich auch, kann man vielleicht sagen, einer der Tiefpunkte der bisherigen Saison. Ist man da nochmal extra motiviert, um quasi wieder was gut zu machen? Ja, natürlich. Wir wollen bei diesem Spiel natürlich wieder was gut machen, gerade für die Fans. Und wir sind gut vorbereitet. Wir wollen unbedingt dieses Spiel positiv für uns gestalten. Und wir sind heiß drauf. Rostock zuletzt gegen Darmstadt mit 1-0 zu Hause verloren. Ist immer bei denen so ein Duell auf Augenhöhe mit ihren Gegnern. Wie schätzt du sie ein? Natürlich sehr, sehr gut. Sie sind sehr, sehr aggressiv, stehen sehr, sehr kompakt und spielen dann auch schnelle Umschaltmomente. Und ja, wir müssen dagegen halten, müssen den Ball sehr, sehr gut laufen lassen, unsere Chancen wieder kreieren und müssen an uns glauben. Und ich glaube, wir haben das Selbstbewusstsein, um zu sagen, dass wir unsere Chancen auch herausspielen werden, um am Ende dann auch als Sieger vom Platz zu gehen. Yeah, we will need to bring all that same mental strength and character to the game again on Sunday. We know we're going to be facing a tough opponent. Form often doesn't mean an awful lot in these kinds of games. It's going to be played with a lot of fire and passion and emotion, and we have to control that and keep our quality. We know in these games are important to the club and to the fans. It gives you that extra lift as a player as well, and we're super excited to go out there and put on a show and hopefully get another 3 points at home. So what do you expect on Sunday? Yeah, as I said, I think it will be a fiery game. I think it will be filled with passion in the stands and on the field. And as I say, I think if we prepare well, it gives us a great chance to continue our winning run. Ja, ich glaube, die Stimmung wird wieder überragend sein, wie bei jedem anderen Spiel auch. Ich glaube, bei diesem Spiel wird nochmal die Motivation auch auf den Rängen ein bisschen größer sein. Und deswegen erwarte ich natürlich von beiden Seiten, von den Fans und auch von uns, ein sehr, sehr gutes Spiel.